Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Lamour, Lamour, wo gehst du hin? Lamour, nun bleib, Vibe, keine Zeit? Schade. Wär's ein schöner Zeitvertreib. Das sage ich nur, weil es sich reimt. So, wir sollen stehlen. Fürwahr. Aber nicht bei ihr. Das ist die Gwyn. Die müssen wir anquatschen, um mit der irgendwo hinzureisen. Wir müssen hierher rinnen stehlen. Wir erinnern uns für den Auftrag. Übrigens an einer neuen Aufnahme. Also muss ich wieder gucken, dass ich wieder alles zusammenkriege. Ich will es nicht verhehlen. Wir müssen leider stehlen. Und zwar hier oben, wie es aussieht. Offenbar bei einem jungen Mann, der dort herumsitzt und lungert. So, wir gehen mal hier wieder. Okay, wenn wir jetzt hier unten rumschleichen, sieht er uns eigentlich? Es ist völlig unmöglich, dass er uns... Bitte komm nicht hier lang. Ja, willst du mich verarschen? So, des Meisters Robin, der Kelch der Spätlese. Den sollen wir klauen? Entschuldigung, ich musste kacken, deswegen saß ich da. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz hier im Schrank. Bauerntunika, das können wir natürlich alles klauen für die Reisenden. Aber ganz ehrlich, wir lassen das mal, das ist eh nur eine Aufgabe. Jetzt haben wir gerade 99% auf die Sicht. Das heißt, wir werden unter Garantie beobachtet, wenn wir stehlen. Den Kelch der Spätlese haben wir. Und Gwalchmai ist einfach viel zu teuer. Ja, Gwalchmai ist leider sehr teuer. Das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Da kaufe ich lieber bei Penny. So. Und wir düsen hinfort ins Lager und geben die Quest ab, die der Hierophant uns auftrug damals. Es ist schon einige Folgen her. Da sollten wir die Dinge stehlen. Und jetzt haben wir alles zusammengestohlen. Wir haben die ganzen Aufgaben in Rathia haben wir erledigt soweit. Und jetzt... Stimmt, die Auswahl von Rathia haben wir eigentlich auch erledigt. Wir waren sehr umtriebig die letzte Zeit. Eine angenehme Brise, hm? Ja, die Brise ist super. Das nehme ich nochmal ganz kurz aus Prinzip mit. Die Aufgabe für den jungen Mann hier haben wir auch erledigt. Wir waren tatsächlich sehr umtriebig. So, auf ins Mondlager. Und da geben wir jetzt noch die letzte Quest aus dem Mondlager ab. Ich glaube, sonst haben wir keine. Wahrscheinlich hat der Hierophant aber... Oder die Hierophantin... Benjamin hat wahrscheinlich neue Quests für uns, wie ich die gute Mann so kenne. So, hier sind wieder alle happy und guck mal, wer da sitzt. Ganz niedergeschlagen. Es ist Irion, der Kelchkönig. Was hat er denn jetzt schon wieder? Der hat doch seine Olle wieder. Irions Ehering? Ihr habt die Gegenstände gestohlen und auch das Herz meiner holden Maid zurückerlangt. Nehmt diesen Ring als Dank für die Rettung meiner Ehe. Meine Schwüre ruhen nun in meinem Herzen. Ihr seid eurem Ziel, eine Meisterdiebin zu werden, somit einen weiteren Schritt näher. Möge der Hierophant bei jedem eurer Schritte über euch wachen. Dabei fällt mir ein, dass es einen weiteren Auftrag gäbe. Oh. Möchtet ihr ihn annehmen? Natürlich wollen wir, das ist immer was ganz Neues. Der hat uns seinen Ehering gegeben, der ist gerade mit seiner Ollen wieder zusammen, da verschenkt er seinen Ehering. Ich weiß ja nicht, ob das die allerbeste Idee ist. Eine neue Aufgabe wartet auf uns. Amulett? Das Amulett ist in Riten. Es scheint für den Hierophanten von besonderer Bedeutung zu sein. Warum dem so ist, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Eine Sache habe ich zu bemängeln, das gab es schon bei Ultima 6 in den 90ern irgendwann. Wenn man Gespräche anfängt und zum Beispiel Stichworte wie das Amulett kommen hier heraus, dann sollten die erst später verfügbar sein. Wenn man nämlich das hier anklickt und vom Amulett erfährt, dann sollten die hier erst verfügbar sein, weil es ja sonst einfach keinen Sinn macht. Naja, das gab es damals bei Ultima 6 schon, das ist schon viele, viele, viele Jahre her. Hätten sie eigentlich auch mit berücksichtigen können. Egal, jetzt wissen wir vom Amulett, aber nicht, was das überhaupt sein soll. Es wurde ausdrücklich gewünscht, dass ihr diesen Auftrag gemeinsam mit einem Reisenden aus dem Mondlager erledigt. Nein! Einem Mann namens Fassmer Hum. Nein! Ja, der Hierophant hat darauf bestanden, dass ihr und Fassmer... Aber Fassmer ist kein Gläubiger. Warum sollten wir einen Frevler fördern? Das frage ich mich auch. Vielleicht soll der ja ein Gläubiger werden oder vielleicht soll der uns ausschalten oder wir ihn. Geht und betet vor dem Hierophanten. Dort findet ihr eure nächste Aufgabe. Okay, wir erfahren nicht mal vom Amulett, können aber trotzdem danach fragen. Finde ich merkwürdig. Jetzt können wir auch noch Fassmer Hum fragen. Ist irgendwie noch ein bisschen dubios. Er ist erst kürzlich zu uns gestoßen und zeigt einen unerträglichen Mangel an Respekt. Aber der Hierophant hat ihm eine Chance gegeben.
Ich hoffe, er lernt dadurch, wie falsch sein Verhalten ist. Okay, das ist definitiv eine Sekte. Viel Glück. Und der Fass mal an, das ist ja der Einzige, der hier noch ein bisschen Durchblick hat. Und offenbar soll der jetzt, ich weiß nicht, geläutert werden. Kniet er da schon? Der Fassmann. Naja, dann fragen wir mal. Ihr seid gekommen. Gut. Nun, wo ihr bereit seid, fortzufahren, weiß ich, was getan werden muss. Ihr und Fassmer Hum werdet das Amulett von Riten stehlen. Der Ungläubige hat ausnahmsweise zugehört und ist begierig darauf, sich zu beweisen. Deshalb wird er euch bei dieser Mission helfen. Der will doch einfach nur das Amulett haben, oder wie? Der Gegenstand, den ihr für mich stehlen sollt, ist das Amulett. Das ist die einzige Information, die ihr benötigt. Toll, danke. Du bist echt super, du Kack-Hierophant. So, sollte ich noch was wissen? Riten ist ein Labyrinth von sonderbarer Art. Um seine Tiefen zu erforschen, werdet ihr mit Fassmer Hum, einem weiteren Reisenden, zusammenarbeiten. Fassmer empfindet nicht die nötige Verehrung für den Hierophanten, Schatten. Er wird während dieses Auftrags lernen, wie wichtig Respekt ist. Ja, und wer nicht spurt, soll zurechtgebogen werden. Ja, also alles kapiert, ja? Der Hierophant schickt uns nach Riten. Ich habe den Hierophanten immer für eine gehörnte Bestie gehalten. Er sagt Dieben, was sie stehlen und freien Leuten, wen sie anbeten sollen. Toller Anführer. Ich kam eigentlich hierher, um meine Ruhe vor Befehlen zu haben. Aber ihr Reisenden befolgt auch nur Anweisungen, genau wie alle anderen. Das sag ich doch die ganze Zeit. Und ich, ganz ehrlich, der Hierophant, ich misstraue dem mit jeder Pore meines Wesens. Ich habe ein Leben im Luxus aufgegeben, um zu einem legendären Reisenden zu werden. So wie der wirbelnde Tom oder vielleicht sogar so wie Meire oder Irion früher mal waren. Als ich mich den Reisenden angeschlossen habe, wollte ich Gesetze, Regeln und Besitz hinter mir lassen. Und das nur, um mir jetzt einen neuen Seher aufzuhalsen. Wohl eher einen neuen Aufseher. Das glaube ich aber auch. Tja, hier bin ich und brable wie ein dreifach verdammter Malzwurm. Oder wie der Hierophant, sucht es euch aus. Ihr betretet Riten durch den Haupteingang. Ich nehme einen anderen Weg und treffe euch dann dort drin. Natürlich machen wir das. Ihr wisst, was wir stehlen müssen. Ihr habt also davon gehört, was? Wir scheinen langsam unsere Anerkennung zu bekommen, wenn der Hierophant schon ausdrücklich wollte, dass wir es stehlen. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich immer dachte, unser Leitstern wäre nichts weiter als ein breitarschiger Holzkopf. Aber vielleicht verhält er sich mir gegenüber ja jetzt mal anständig. Okay, es ist wahrscheinlich eine Falle, wie ich vermute, deswegen brauchen wir auch keine weiteren Informationen. Entweder wir beschaffen das Amulett und dann steigen wir beim Hierophanten mal ansehen, was mir eigentlich völlig egal ist. Oder aber ich glaube einfach, dass es eine gut gesicherte Falle ist. Der Hierophant will ihmchen dort fass mal an und uns will er wahrscheinlich loswerden. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht warum. Weil der Hierophant uns natürlich auch nicht lesen kann. Erzählt mir von Riten. Dieser Ort ist unheimlich, feucht und merkwürdig. Ganz Tyvili ist vom Krieg gekennzeichnet. Aber jetzt ist der Turm voller Deserteure. Okay, mit denen werden wir da fertig. Gehen wir. Wie gehen wir? Wir sollen doch einen anderen Weg nehmen, dachte ich. Ich gehe erstmal hier. Hab hier was gefunden gerade. Da muss ich erstmal gucken. Eine Weißflocke, die kann ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wahrscheinlich gerade aus den Haaren gefallen. Ich sehe euch. Wie du siehst uns. Ich habe mich gar nicht versteckt. So, die Frage ist, wo ist Riten und... Ach, da oben soll man die Bauernkleider abgeben. Das ist mir ziemlich egal. Nach Riten gehen. Ach, hier ist Riten. Huch. Ach, ich erinnere mich. Das war das Ding, was wir schon aufgedeckt haben. Deswegen decke ich die Sachen auf der Karte immer gerne auf, um dann später schnell hinreisen zu können. Wir waren aber noch nicht drin. So, da sind wir jetzt rein. Und sollen also einen schönen Kelch stehen. Aus Prinzip. Damit ich jetzt auch dran denke, unseren Kollegen immer mitzunehmen. Riten! Ihr habt es also geschafft. Vergesst nicht, dass hier mehr als nur euer Ruf auf dem Spiel steht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Also gut, wie es aussieht, ist auf meiner Seite ein Hebel. Und er scheint irgendwas auf eurer Seite zu öffnen. Vergesst mich nicht! Natürlich nicht! So, da kommen wir offenbar nicht durch. Vermute ich mal einfach, sonst blau hinein. Der kam jetzt aber schnell, wenn er einen Hintereingang genommen hat, ist aber schneller durchgewutscht. Hier ist so eine Geheimtür. Okay, Schlüssel oder Dietrich Nutzos. Das heißt, wir müssen hier einmal wieder alles wegräumen. Was nehme ich denn? Nehme ich das oder das? Hallo, Deserteur! Ja! Neben Deserteur ist nichts zu schwören.
Heieieiei, meine Holde! Jetzt reicht's mir aber mit dir. Ach, das war von hinten noch jemand. Ich glaube, es geht los. Die habe ich gar nicht gesehen. Es tut mir leid. Das waren so viele auf einmal. Zum Glück liegt die Betonung auf Waren. Ach, die Kisten. Ich muss sagen, bei jedem Spielstart von Amalur, das Letzte, was ich vermisse, sind einfach die Kisten. So, einfacher Heiltrank und ganz ehrlich, so richtig lohnen tun die sich ja auch nur seltenst. Sogar so selten, dass ich noch ein ST hinten dran hänge. Seltenst. Ich höre ganz viele Fallen. Und unser Kollege ist gerade in Urlaub gegangen. Das heißt, wir rufen den nochmal. Wie ich sehe, habt ihr es wohlbehalten hindurchgeschafft. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, den Gefallen zu erwidern. Der Weg hier ist versperrt. Seht ihr auf eurer Seite irgendwo einen Hebel? Vergesst mich nicht! Nein, keine Sorge, ich suche nur schnell den Hebel. Hier ist kein Hebel, da ist ein Hebel und gleichzeitig wird dieser Hebel natürlich irgendwas Böses tun. Nichts Böses? Wo ist ein Kollege? Ach, bei dem ist aber irgendeine Tür aufgegangen und wahrscheinlich war das nicht unbedingt diese Tür hier. Ein Labyrinth soll es sein. Hallo! Auch hier! Hallo, das sehe ich aber gar nicht gerne. Na, ich wollte gerade wegflitzen. Lass mich. So. One to go. So, ich hoffe, das war's hier soweit. Jetzt mal ganz kurz ausräubern. Das heißt, der ganze Turm... Och, der arme Kollege. Der ganze Turm ist also voller freier Männer. So frei können die ja nicht sein, wenn die im Turm wohnen. Und da hinten... Da steht auch wieder der Ko... Was ist denn hier los? So. So. So, alles mal entschärfen hier. Es gibt ein Problem. Ich finde keine Möglichkeit weiterzukommen. Und ich habe nichts gesehen, was uns weiterhelfen würde. Also schätze ich, dass ihr wieder dran seid. Ist da irgendwas auf eurer Seite? Ja, geht nur. Ach, dieser patzige Mann. Na gut, wir gucken mal auf unserer Seite, ob da irgendwas ist. Ich glaube, es sieht schwer aus. Da drüben ist ein Hebel. Die Fallen entschärfe ich mal. Ich wünschte, es gäbe XP, aber leider nie. Was war das denn? Oh verdammt! Oh. Oha. Ich glaube, der Phasma hat ein paar Probleme jetzt. Ich bin unschuldig. Ich schau mal ganz kurz, ob wir ihn beiseite stehen können. Ich glaube, hier sieht es wieder nach Arbeit aus.
Hallo, kleines Mädchen. Na du? Alter! Du kleiner Wiederporst! Au! Da hat sie mich doch noch erwischt. So, mach du den Rest, Junge. Sehr gut machst du das. Okay, das war's. Kamera kann sich auch wieder beruhigen. Dankeschön. Die Armbänder nehmen wir alle mit. Die können wir ja eh alle verhökern. Ich hoffe nur, wir denken auch dran. Ich will gar nicht wissen, wie viele Armbänder wir inzwischen schon haben. So, hier gibt's lecker... Ich weiß gar nicht, was das ist. Rettich-Ragout. Da kommen wir offenbar weiter. Also guck erstmal da hinten. Da sind noch zwei Kisten. Nein. Drei einfache Heiltränke. Na, das ist natürlich sehr super. Die würden uns richtig weiterhelfen. Und ein Relikt. Juhu. Einfach mal so nebenbei gefunden. Das gefällt mir sehr gut. Kollege verabschiedet sich gleich wieder. Ich ahne es. Der klemmt da hinten eh gerade fest. Ey, fass mal. Ja, sieht aus, als hätten wir es entgegen der Voraussagen des Hierophanten geschafft. So viel zu seinen viel gepriesenen Prophezeiungen. Die Tür wird durch zwei Druckplatten geöffnet. Ihr stellt euch auf die eine und ich mich auf die andere. Natürlich tun wir dies. Da geht es weiter und da ist noch so eine ganz kurze Sackgasse. Der Hierophant. Ich habe das Gefühl, der will alle seine Gegner ausschalten. So macht das offenbar. Phasma scheint unter irgendeinem seltsamen Fluch zu stehen und reagiert nicht. Ich glaube, das macht tatsächlich, das macht der Hierophant absichtlich. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Warum er uns jetzt dabei haben will, das weiß ich allerdings nicht. Hallo Freunde. Na, wer hätte es gedacht? Ich schau mal vorbei. So. Und jetzt haben wir noch ein paar Fallen, die wir umgehen müssen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob wir die einfach kurz schließen können. Offenbar will der Hierophant, dass auch wir hier nicht rauskommen. Oder die Hierophantin. Ich frage mich, ob wir das Rätsel später nochmal aufdecken dürfen, wer die Hierophantin ist. Und ob wir... Oh Mist, Entschuldigung. Und ob wir die zufällig später auch mal... Sagen wir mal zurechtstutzen dürfen! Scheiße. Ich schau mal ganz kurz bei den Waffen. Lalala, Eschenholzstab 105, langsam. Lässt sich bestimmt gut verkaufen. Sylvanithammer 141. Körperschaden ist natürlich sehr schön. Bringt uns aber momentan relativ wenig. Ich guck mal lieber bei den Rüstungen. Halt! Bei den Rüstungen. Alles grün, das glaubst du ja selber nicht. 79, 86, dann hau ich mal eine so eine Gemasche. Komm, die hauen wir mal zum Plunder. Zurück. Plunder. Alle zerstören. Ja. So, alles nehmen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Kann man das deaktivieren? Nee. Hä? Ich bin doch noch pünktlich. Willst du mich verarschen? Erfolg freigeschaltet Fallensteller, warum auch immer. So. Ich habe das Gefühl, wir hätten hier sterben sollen. Komm, da lass sie mal in Ruhe jetzt. Und da vorne haben wir wieder neue Freunde.
Übrigens, den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Fällt mir gerade ein. Ach so. Wer wartet denn da? Ein alter Freund. Alter, von schräg nach quer. Du Mistvieh. Wo kommen die Riesenratten auf einmal her? Nein, Mist, ich hab's zu spät gesehen. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt reicht's mir aber mit euch. Ich frage mich, wo die auf einmal herkommen, die Riesenratten, die waren vorher nicht drin. Wir hätten ja definitiv sterben sollen, ich bin ziemlich überzeugt davon. Das denkt auch Grimm Onwin. Wenn das mal kein atemberaubender Anblick ist. Mein kleines Täubchen ist erwachsen geworden und raubt ohne Not oder Sinn diesen Ort aus. Es war nicht ganz einfach, euch und den armen Phasma hier unten aufzuspüren. Aber als ich gehört habe, auf was für einer Mission ihr seid, musste ich euch ausfindig machen. Und ich sage, wir müssen dem Hierophanten Einhalt gebieten. Aber wo wart ihr? Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich am Galgen sehen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ich schätze, er dachte, solange ich die Botschaft nur verstanden habe, macht es keinen Unterschied, ob ich tot bin oder nicht. Da hat sich der Hierophant wohl geirrt. Ich musste so viel über den Hierophanten in Erfahrung bringen, wie ich konnte. Und das hat mich hierher geführt. Zu euch. Aber warum? Ich war eine Weile im Dunkeln verschwunden, Täubchen. Und das tut mir leid nach allem, was ihr in Ohnswehr für mich getan habt. Aber ich musste mal abtauchen und ein wenig graben. Und ich habe auch etwas gefunden, Täubchen. Ja, ich habe etwas gefunden. Ich hatte euch doch gesagt, dass mir der Hierophant eine Falle gestellt hat. Und nur falls ihr daran gezweifelt haben solltet, der Hierophant hat euch und Phasmer hier ebenfalls eine Falle gestellt. Natürlich. Das war doch klar. Denkt nach, Täubchen. Ja, Phasmer hat sich das Maul über den Hierophanten zerrissen. Aber bei euch sieht die Sache anders aus. Ich habe ein wenig nachgeforscht. Der Hierophant sieht alles und weiß alles, heißt es doch. Und das macht euch zu einer Bedrohung. Ihr wurdet beide hierher geschickt, weil der Hierophant wusste, dass zumindest einer von euch verflucht werden würde. Also bin ich hier, um euch zu helfen. Ich habe das Gefühl, der Hierophant, die Hierophantin, Benjamin, wusste auf jeden Fall. Also kann entweder unser Schicksal nicht voraussagen, weil wir ja die Schicksallose sind. Oder er wusste halt, dass wir ihm eines Tages gefährlich werden könnten, / würden. Was jetzt auch wohl passieren wird. Wir helfen dem armen Phasma. Ich habe gehört, dass euch dieser Auftrag nach Riten führen würde und außerdem etwas über das Amulett herausgefunden. Diese Gemme sollte in der Lage sein, den Fluch aufzuheben. Gebt sie Phasma. In Ordnung? Okay, das mache ich. Der Hierophant hatte es auf mich abgesehen. Er wollte mich aufknüpfen, weil ich nicht sein fügsamer kleiner Diener sein wollte. Ja, das wusste ich. Also habe ich die Reisenden verlassen. Ja, ich okay. Ich wusste so viel über den Hierophanten erfahren, ja, okay, okay. Ich konnte. Es ist mit ziemlicher Sicherheit für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich. Irgendein Amulett von Telogros, getarnt als Geschenk. Man sollte eine Gemme immer auf Makel überprüfen, Täubchen. Gut, das mache ich gerne, Backenbärtchen. Erzähl mir von diesem Ort. Ein seltsamer Ort, nicht wahr? Der alte Hauptmann hier war die Inkompetenz der Armee leid. Also rebellieren Sie jetzt. Okay, das verstehe ich. Aber wie kann ich fast mal helfen? Verwendet die Gemme, die ich euch gegeben habe, mit dem Amulett, das ihn verflucht hat. Das sollte ihn wieder in Ordnung bringen. Okay, ich setze die Gemme einfach ein. So, das heißt, ich muss dann wieder... Gibt's hier nicht einen Schalter, einen Hebel oder irgendwas? Muss ich jetzt wirklich wieder hier... Ach, jetzt sind die Fallen auf einmal deaktiviert, natürlich. Auf magische Art und Weise. Aber gut, soll mir recht sein. Der arme Phasma. Oh, das war ich selbst. Ich bin so plump und ungelenk, ich zerschlage alles um mich herum. So, dann retten wir mal den armen Phasma.
Phasma steht noch immer unter dem Einfluss des Fluchs. Der Schaden müsste jedoch rückgängig gemacht werden können, wenn die Träne Mitarus mit dem Amulett verbunden wird. Dann wollen wir mal die Scherbe anbringen. Ihr habt mich gerettet. Als ich in diesem Fluch gefangen war, wusste ich nicht, was geschehen würde. Aber ihr habt mich gerettet. Und Grimm ist hier. Grimm Onweg? Es hieß, er sei tot. Ihr solltet mit ihm reden. Wie es aussieht, seid ihr diejenige, wegen der er hier ist. Gehen wir. Ich hab doch schon mit ihm geredet. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay, wie geht's weiter? Du hast nicht genug Platz, natürlich. Schön zu sehen, dass sich Phasma wieder rühren kann. Sorgen wir dafür, dass ihn der Hierophant nicht erwischt. Und wenn ihr Irion seht, dann sagt ihm, dass Phasma tot ist. Aber kommen wir zu etwas anderem. Ihr seid durch diese Länder gerannt, wie es eine gute Reisende eben tut, Täubchen. Aber jetzt habe ich einen Auftrag für euch. Wir alle haben die Bosheit des Hierophanten zu spüren bekommen. Lasst uns nun dafür sorgen, dass wir diesen Gefallen erwidern. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe einen Plan, Täubchen. Wir tun mehr als einfach nur Rache nehmen. Wir vertreiben den Hierophanten von der Macht, damit die Reisenden von niemandem mehr beherrscht werden. Der Hierophant wollte, dass ich den Tod finde, während ich ein bestimmtes Buch stehle, die schwarzen Sendschreiben, das nach unserem Verschwinden in den Besitz der Gnome übergegangen ist. Ich könnte mir kein besseres Werkzeug meiner Rache vorstellen. Allerdings haben es die Gnome versteckt. Und damit wir es aufspüren können, müsst ihr den Spiegel der Weite stehlen. Okay, und warum genau? Es ist unglückselig, Täubchen, aber es ist nun mal euer Los. Der Hierophant weiß alles und sieht alles, außer euch. Hat er recht. Und was ist der Spiegel der Weite? Er ist ein uraltes Relikt der Irati-Magie. Er ist älter als diese Länder. Vermutlich sogar älter als die Feien, würde ich schätzen. Mit dem richtigen Gedanken zeigt er einem das Objekt der Begierde, solange es einem nur vertraut ist. Und das bedeutet, wir können ihn verwenden, um die Sendschreiben wiederzufinden. Sehr gut, sehr gut. Und wenn wir sagen, den Hierophanten loswerden, reden wir aber nicht von töten, oder? Hört mir zu, Täubchen. Der Hierophant weiß nicht, dass wir noch am Leben sind. Wenn er es jedoch herausfindet, sind wir erneut in Gefahr. Aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Der Hierophant entledigt sich nicht nur sämtlicher Andersdenkender, sondern unterdrückt auch die Fähigkeiten der Reisenden und macht sie somit abhängig. Irgendwann werden die Reisenden dann nur noch hilflose Kinder sein, die den Hierophanten brauchen, um überleben zu können. Na gut, wo finde ich den Spiegel? Er befindet sich in einer alten Irati-Ruine im Süden, die man die geschwärzte Halle nennt. Zwischen euch und dem Spiegel stehen eine Armee von Dämonen und drei Prüfungen. Damit ihr die Prüfungen überwinden könnt, habe ich euch am Eingang der Ruine ein Geschenk hinterlassen. Borus Stiefel. Zusammen mit dem Amulett, das ihr und Phasma gestohlen habt, dürften sie euch äußerst nützlich sein. Der Spiegel ist mächtig und gut geschützt, Täubchen. Aber ihr seid nun mal die Einzige, auf der Blick des Hierophanten nicht ruht. Es hängt alles von euch ab. Na gut, und welche Prüfung erwarten mich genau? Da gäbe es den Gang der Flammen, in dem jeder verbrannt wird, der nicht schnell genug ist. Nutzt Borus Stiefel, um ihn unbeschadet zu überwinden. Dann ist da noch das dunkle Labyrinth, ein Irrgarten aus verborgenen Pfaden. Alles, was ihr dort tun müsst, Täubchen, ist einen Weg hindurchzufinden. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Wächter. Es heißt, er sei ein Dämon, der nicht getötet werden kann. Ihr könnt ihn allerdings mit dem Amulett von Riten verfluchen, genau wie es Phasma passiert ist. Aber wie genau mache ich das denn? Ein Neskaru-Täubchen. Ach so. Die Legenden sagen, sie habe den König der geschwärzten Halle getäuscht. Sie ist einfach reingeschlüpft und hat sie übernommen. Ach, Neskaru, den hau ich auch so weg. Erzählt mir von den Dämonen. Die Legenden besagen, sie würden von dem Spiegel angezogen wie Diebe von Juwelen. Und ich bezweifle das nicht. Nach allem, was man so hört, ist die Halle ein seltsamer Ort. Sie dachten vermutlich, der Spiegel könnte ihnen helfen zu sehen, aber der Wächter lässt nichts und niemanden in seine Nähe. Okay, gut zu wissen. Erzählt mir von der Halle selbst. Keine besonders behagliche Ruine nach allem, was ich so gehört habe. Der Legende nach hat dort ein alter König mit seiner Gemahlin regiert. Aber ich schätze, es war dort auch überwältigend. Hallen voller Feuer, magische Labyrinthe. Und doch hat die Geschichte kein gutes Ende genommen. Seine Gemahlin war die ganze Zeit über ein Monster. Und mit Monster meine ich einen Dämon. Jedenfalls lautet so die Geschichte.
Um dort einzubrechen, braucht es eine wirklich fähige Diebin. Und ich würde sagen, das trifft genau auf euch zu, Täubchen. Ach, zu viel der Ehre. Ich frage mich gerade, haben die das wirklich alles neu synchronisiert, statt mit Täubchen einfach was anderes? Wenn man einen Mann spielt, meine ich? Haben die das alles doppelt synchronisiert bei ihm? Das ist doch viel zu übertrieben. Unfassbar. Erzählt mir von eurer Ausrüstung. Ich dachte, ihr bräuchtet bei dieser Aufgabe vielleicht etwas mehr als nur euer seltsames Glück, worauf ihr euch verlassen könnt. Deshalb habe ich euch Burus Stiefel und das Amulett von Riten mitgebracht. Ich wollte euch eigentlich auch noch den Dietrich des Meisters besorgen, aber manchmal muss man eben mit dem zurechtkommen, was man hat. Also dann, setzt sie ein, wie es euch beliebt. Sie tragen allerdings nicht mehr besonders viel Magie in sich, deshalb seid gewarnt. Sie werden euch nicht ewig zur Verfügung stehen. Mist, ich habe mich schon auf die Stiefel gefreut, wenn wir mit denen schneller laufen können. Verdammt. Erzählt mir nochmal von den Prüfungen. Da gäbe es den Gang der Flammen, in dem jeder verbrannt wird, ja. Nicht, dann ist da noch das dunkle Labyrinth. Ja. Und zu guter Letzt hätten wir noch den Wächter. Es heißt, er sei ein Niskaru, der nicht getötet werden kann. Oh. Ihr könnt ihn allerdings mit dem Amulett von Riten verfluchen, genau wie es Phasme passiert ist. Gut, dass mit dem nicht getötet werden kann, das ist eine wichtige Information, die für uns vorher fehlte. Verdammt, wir müssen ihn also verfluchen. Wo ist der Spiegel nochmal? Er befindet sich in der geschwärzten Halle. Und dieser Ort steht in dem schauderlichen Ruf, nun ja, ein Todesurteil zu sein. Die Prüfungen darin sind unüberwindbar. Also habe ich mir ein paar vertraute Dinge geschnappt, die euch weiterhelfen werden. Ja, ja. Burus Stiefel und das Amulett von Riten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, Täubchen. Und ich habe meine Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. Finde ich ja nett, dass er uns das Amulett von Riten besorgt hat. Das ist aber sehr selbstlos von ihm. So, dann düsen wir mal los. Und wir müssen zur geschwärzten Halle. Spieglein, Spieglein heißt die Quest. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das mit dem Hierophanten... Oh, das hier sieht aus wie eine Stelle, die ich mal in Minecraft gebaut habe, die ich noch nie gezeigt habe in der Let's Show Welt. Entschuldigung, fiel mir gerade nur auf und ein. Ja, auf jeden Fall frage ich mich tatsächlich, wie das weitergehen soll. Und am meisten frage ich mich, wer der Hierophant ist. Da müssen wir lang. Das frage ich mich tatsächlich am meisten. Und ob wir den Hierophanten, die Hierophantin, wen auch immer, besiegen können. Aber vor allen Dingen, wer dahinter steckt. Und wer uns letzten Endes auch in eine Falle locken wollte und somit auch ausschalten wollte. Irgendwer muss es ja sein. So, hier unten, die geschwärzte Halle haben wir auch schon aufgedeckt. Das ist natürlich super, aber ihr wisst natürlich Bescheid, was jetzt kommt. Natürlich ist es der Endscreen, wie auch sonst. Jawohl, heute mal nicht 5000 Minuten, sondern nur in Anführungszeichen 30 Minuten. Ja, ich hab's doch immer gesagt, der Hierophant, die Hierophantin / Benjamin ist einfach ein böser Mensch, wenn überhaupt Mensch, man weiß es ja nicht genau, ist einfach eine böse Gestalt, die uns und andere auch ständig in Fallen lockt, keine Widerworte duldet und Leute ausschaltet, wenn sie nicht nach seiner, ihrer, sonstiger Pfeife tanzen, dann führt das alles zu Gewalt. Naja, unterdrückt und beeinflusst die Reisenden und wir schauen mal, ob wir diesem armen, armen Volk aus der Patsche helfen können. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, wir werden später der Hierophantin gegenüberstehen und müssen die eventuell auch mundtot machen. Und da haben wir ja schon, naja, schlechte Erfahrungen gemacht bei Questenden, wenn es dann gegen den Endgegner geht. Da habe ich, da müssen wir auch noch, die Maid müssen wir auch noch besuchen, ne? Die Maid, die wir vor Ewigkeiten mal aufgeschoben haben, die müssen wir auch noch besuchen. Und, naja, das machen wir wahrscheinlich auch in einer der nächsten Folgen. Ich drücke mich da immer noch ein bisschen. Ist ja verständlich, aber irgendwann probieren wir es doch wieder. Wir müssen ja eh. Naja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Mal schauen, ob wir da schon die Hierophantin ein bisschen rumtreten können. Dankeschön und tschüss.